Werni, kennst doch die Zeitumstellung, oder? Mhm. Bei der Zeitumstellung geht doch immer ein Stumpf verloren, verstehst du? Und genau in diesem Zeitloch in der Wärme reisen wir zwei zurück in die Vergangenheit und machen alles, was wir wollen, anders machen, anders. Ich möchte jetzt Nacht aber lieber ins Rössli, Heinz. Nein, Werni, du willst jetzt Nacht nicht ins Rössli. Wir machen jetzt Nacht ein Reisli miteinander. Back to the Future! Futschuhren! Futschuhren? Du, aber Heinz, bist du sicher, dass die Zeit eine Stunde zurückgestellt wird und nicht füllen? Ich bin darum nie sicher, gönnen wir jetzt eine Stunde oder verlieren wir jetzt eine Stunde? Nein, es geht nicht ums Gönnen oder ums Verlieren, verstehst du? Weil Zeit existiert, können wir Menschen nicht im Moment leben, oder? Wegen der Zeit gibt es immer Vergangenheit und Zukunft. Und wenn du im Moment leben willst, zeig mir schon in der Zukunft, schaust du zurück in der Vergangenheit. Und darum, Werni, gehen wir zwei heute zurück zu den Urmenschen und Zeit abschaffen, checkst du? Ja, du hast zu viele Science-Fiction-Filme geschaut. Nein, Werni. Ich will mich unabhängig machen von der Zeit, verstehst du, Werni? Ich will mehr Urinstinkt. Ja gut, aber Heinz, Urinstinkt, da kann man nichts machen. Wieso willst du denn noch mehr von dem? Werni, nicht Urinstinkt, Urinstinkt, verstehst du? Werni, stell dir mal vor, es gäbe keine Zeit mehr. Da wäre alles ohne Stress. Nein, aber Heinz, eine Welt ohne Zeit, dann wüsste man ja nicht einmal mehr, dass Kampunchi die schnellste ist oder der Odermatt der schnellste. Eben genau, Werni. Niemand mehr müsste am schnellsten sein, verstehst du? Es gäbe einfach kein Geoffel mehr. Man müsste sich nicht mehr bewerten und alle wären gleichwertig. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Zug wette? Kommt da schon irgendeiner rein? Nein, aber Heinz, Schweiz ohne Zeit, das wäre ja etwas Gleiches wie die Schweiz ohne Geld. Eben genau, Werni. Man sagt ja auch, Zeit ist Geld. Da wäre eine Win-Win-Situation, Werni, verstehst du? Das Geld wäre auch gerade abgeschafft. Stell dir da mal vor, Werni. Keine Zeit und kein Geld. Was gäbe es Schönes? Ja, viel Zeit und viel Geld. Bist du bereit, Werni? Nein, ich bin nicht bereit, Heinz. Also komm, jetzt gibst du mir da die Hand. Nachher hebst du dort am demaskierten Flugzeug. Und dann geht's los. Woher gehen wir? Back to the Rössli. Zurück zum Start. Nein, ja, nicht den ganzen Scheissdreck noch mal von vorne. Schau nicht dort her! Heinz? Werni? Werni, wo sind wir hier gelandet? Heinz, ich glaube bei den Urmenschen. Bei den Urmenschen? Jetzt habe ich immer gemeint, dass ich die Tour erfunden haben und wir können gehen, dann eine Tour wegnehmen und nachher ist gut. Mm. Wie kommen wir jetzt hier wieder zurück in die Zukunft? Ah, ja, easy, Werni. Bei der nächsten Zeitumstellung. Was ist jetzt für Zeit? Herbst. Ah. Das stimmt, das habe ich jetzt nicht gedacht, Werni. Schau jetzt so. Schau mal, was hier am Boden steht. Werni, du bist eine Rakete. Jetzt hast du einfach noch schnell ein Gläschen Wasser und eine Stange erfunden. Nein, das habe ich eigentlich nicht geschmuggelt. Aber sag es nicht dem Produzenten vom Messerlicht. Sonst geht da blöde Geschichte nicht auf. Mhm. Rössli.